Heute vergleichen wir Linguini von Lidl versus Barilla. Die Nudeln von Lidl sind in Plastik verpackt und die von Barilla in Karton. Wenn du die Herstelleranschrift googelst, sprich auf Google Maps suchst und findest, dann erkennst du, dass die Nudeln von Lidl von Barilla hergestellt werden. Jedoch, die Nudeln unterscheiden sich schon optisch sehr stark voneinander. Also selbst wenn ich jetzt die Struktur mit meiner Zunge ignoriere, kommt ein anderer Geschmack. Wow, ich denke, es war Hartweizengrieß, was ich eigentlich nur geschmeckt habe, ne? Genau, Hartweizengrieß und hier Hartweizengrieß. Das riecht schon erdiger, nussiger. So, die Frage ist jetzt aber, wie schmecken sie al dente? Das ist Lidl und das Barilla. Die von Lidl sind aromatischer. Die Oberflächenstruktur bei Barilla ist glatt, also glatter als die Nudeln von Lidl. Das Aroma ist etwas erdiger, nussiger als die von Barilla. Ergo, der Geschmack ist bei Lidl besser als bei Barilla. Zudem kommt, sie sind sehr viel günstiger. Tja, aus diesem Grund gewinnt Lidl.